Hey, und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kerl und zurück bei Let's Play Mario Kart Another Track. Mit dabei. Riga Erdung. Ja, und wir machen jetzt hier weiter Star mit Cup. Dem Star. Mario. Bowser. Toad. Du. Gut. Das war ja ein fulminantes Ende zum letzten Part. Das war echt spannend. Ich hätte das nicht gedacht, dass das noch so aufgeht, aber wir haben es irgendwie gerissen. Genauso wie wir es geplant haben. Oder erhofft haben, sagen wir es so. Geplant geht schlecht. Ja, das war mehr Glück teilweise. Ey, hast du das gesehen? Nein. Hat der Drecksack ans Wasser geschubst. Das kommt mir irgendwie bekannt vor mit dem ins Wasser schubsen. Die rutschen aber auch ganz schön übel. Autsch. Toll, jetzt kann ich nicht mit dem Roten draufballern. Doch, jetzt kann ich es wieder versuchen. Ich könnte eine Feder gebrauchen. Ja, gar kein Item. Auch recht. Mhm, geil. Ich werde überrundet vom Affen. Finde ich mal gar nicht in Ordnung. Oh Mann! Mann! Jetzt werde ich von Peach auch noch überrundet. Das läuft nicht. Nö, gar nicht. Mit der Feder. Na, so meinte ich das mit dem Abkürzen eigentlich nicht. Ich hab zwei. Was? Ey, ich hab zwei auf einmal ins Wasser gestoßen. Und die sind sofort, nachdem sie ins Wasser gefallen sind, wieder aus dem Wasser raus. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Okay, das können wir schon. Können wir voll vergessen. Red Tree. Ach, jetzt starte ich auf der Seite. Okay. Dann probiere ich mal mein Glück mal auf der rechten Seite. Und wie die Zahl immer am Anfang abspackt. Ja. Voll bei mir. Bei mir ist es eigentlich. Oh Mann! Ich spiele gleich hier die helfende Elfe und tu gleich überall Hindernis auf der Bahn legen, damit die Penner dagegen fahren. Kann sich doch keiner mit ansehen, wie wir hier failen. Geil, voll ins Klo gegriffen. Yay, ich hab ne Feder, ich kann cheaten. Yay, dann mach es mal. Ach da, okay. Du musst halt nur gucken, dass du hinter der Ziellinie landest, weil sonst wird die Runde nicht angenommen. Ich glaube nicht, dass wir das reißen können. Wir sind gerade ein bisschen zu blöd für diese eine puzzlige Strecke. Ich finde es gerade lustig, das Geräusch, als ich gesagt habe, wir reißen, ich kam. So nach dem Motto, ja, habt ihr recht, ihr seid voll schlecht und wir können gar nichts. Erster. Nein, oh Gott. Hätte ich mich ja fast zu früh gefreut. Alter, meine Zahl spastet er drum. Erster, zweiter. Fuck! Meine auch. Ich sag nichts dazu. Ich bin siebter. Du wie du. Oh Mann, Yoshi, du Penner! Hey, die Runde hat gezählt, ist ja mal geil. Schon wieder umsonst aufgeregt. Ja, weil ich dachte, die Runde wird nicht gewertet, aber irgendwie wurde sie es doch. So. Ja, jetzt habe ich eine Feder, ich kann jetzt gleich versuchen abzukürzen. Und somit den Sieg zu holen. Geile Aktion, Mann. Wieso waren die jetzt alle vor mir? Verstehe ich nicht. Die haben auch alle die Aktion gemacht. Arschlöcher. So, jetzt haben wir alle den ersten und zwei Leben verschmasselt. Ja, verschmasselt und verschwendet, wollte ich sagen. Ach, so. Jetzt ist wenigstens wieder eine reelle Chance, da Gold zu holen. Wenn wir das so beibehalten.
wenn wir das so beibehalten können. Das Problem ist, wenn ich jetzt noch... warum? Ach scheiße, ich bin ja einmal öfter gestorben wie du. Ich hab schon gar keine Leben mehr. Oh fuck. Sehe ich gerade eben so ganz liebend heiß. Oh, meine extra Leben sind alle. Ist ja toll. Aber hier kann man eigentlich genial abkürzen. Während die diese reguläre Strecke nehmen, können wir durch den Schlamm fahren. Ja, das ist für uns der einzigste Vorteil. Noch besser natürlich dann mit einem Pilz oder einem Stern. Ich glaube, ansonsten wäre die ganze Strecke hier auch irgendwie nicht gewinnbar, wenn man hier nicht wenigstens ein bisschen abkürzen könnte. Boah! Was machst du denn für Sachen? Da war irgendwie so ein verstrecktes Sprungdings. Dann bin ich einfach mal zweimal geflogen. Ach, das warst du. Ich dachte gerade eben, warum spinnt mein Zähler wieder rum? Nein. Na, ich hab mich geirrt, das warst ja dann nur du. Ich frag mich, was die Anzahl der Münzen bringt. Ich glaube, sie dienen wirklich nur als Schutzschild. Yep. Ich hätte erwartet, dass man vielleicht für, keine Ahnung, 20 Münzen oder so ein extra Leben kriegt. Na, ist glaube ich nur ein Schutzschild. Alter, der Affe ist drüber gehüpft. Über meinen Panzer? Ja, genau, über Bande und dann ist der Affe ausgewichen. So, Panzer kommt. Der hat getroffen. Hä? Warum? Warum? Was soll das? Du Kackspiel! Du siehst bei mir voll verpixelt aus. Ich werde für den Rest dieses Parts kein Wort mehr sagen. Jetzt ist er böse. Gut, dann liegt's jetzt an mir. Oh Mann, noch zwei Runden. Ne, drei. Mein Gott. Es wird so bösartig jetzt hier. Alle überholen sie mich. Jo. Geile Sache. Scheiße, hat nichts gebracht. Ja, Mario, verpissel dich. Genau, leg deine Bananenschale ins Wasser, Donkey. Richtig. Schon richtig so. Boah, bleib mit deinen Bananen weg, du blöder Affe. Oh mein Gott. Leben bekommen. Ich frag mich, wofür man ein Leben bekommt. Ach. Ach, hast du dich gemutet oder was? Okay. Gut zu wissen. Dann kannst du ja eine Runde schreiben. Das war uncool, oder? Das war sehr uncool.
Oh Mann, das sieht so aus, als ob da Bande wäre. Ja, jetzt geht aber auch alles schief in der, auf der Strecke. Ja, wirklich alles. Zack. Genau deshalb. Genau deshalb. Das habe ich auch rausgeschnitten. Das hat meiner Stimme gehört. Wieder ein bisschen besser. Ach, geht's wieder? Gut. Ja. Ach, gerade eben mir vor, bevor ich wieder geschrieben habe, schnell einen Schluck zu trinken, wurde mein Hals dazu weh. Boah. Ich schwör's, ich bin so sauer. Man hat ja vielleicht dieses dumpfe Geräusch gehört. Ich habe mein Gamepad aus dem abgestöpselt und durch den Raum, durch das Zimmer gepfeffert. Aha. Ich wundere, dass es heil geblieben ist. Nur wirst du nicht mehr spielen können danach. Weil du dann den Emulator neu starten müsstest. Also mein Ding funktioniert danach auch noch. War bei meinem GBA-Emulator auch so. Hab's abgestöpselt, reingestöpselt und ich konnte es noch benutzen. Komisch. Naja, auf jeden Fall werde ich danach was essen. Ich habe nämlich auch ein bisschen Hunger. Oh gut, könnte ich vielleicht auch mal gebrauchen. Jetzt war schon hier, boah, war das lame. Das sind die lamer Taktik, ne? Wetten, so macht es Rüdiger beim Sommerschussverkauf auch? Ich will den Pulli da haben! Batzen, fliegt die Frau um die Ecke. Ich bin gerade letzter, das ist uncool. Und ich bin auch noch klein. Tot. Ey, das kann ich doch schon wieder voll verknicken. Ach, es sieht irgendwie einfach nicht so rosig aus. Wenn wir uns den vierten rausschlagen, kommen wir in die nächste Runde und dann könnten wir vielleicht immer noch Gold holen. Beziehungsweise du könntest Gold holen. Nein, bloß nicht, oh Gott. Ich pack's nicht, jetzt steht Fettsack da im Weg. Boah, Mann. Hätte noch geworden. Ich hab ja schon gedacht, das war's. Boah, jetzt muss okay. Ich muss definitiv Erster werden. Gib dein Bestes, ich glaub an dich. Ich glaube an das Herz des Controllers hier. Mein Herz ist leider erlockt schon, weil ich meinen Controller in die Ecke gepfeffert. Ich habe Angst, dass das Ding überhaupt noch funktioniert. Du hast Angst, dass es funktioniert? Also ich hätte Angst, dass es kaputt ist. Ich meine, ich habe Angst, dass es gar nicht mehr funktioniert, weil ich das Ding stinksauer in die Ecke gemüllt habe. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann brauchst du einen neuen Controller. Ich bin mir sicher, dass man das Geräusch gehört hat. Das war ja auch nicht gerade sonderlich leise. Ich weiß es nicht. Ich hab nicht auf sowas geachtet. Hey. Kacke. Das mit der Abkürzung funktioniert hier auch kaum. In gewissen Punkten sind wir sogar besser als Mats und Rüdiger. In welchen meinst du? Naja, Rüdiger fehlt andauernd. Wir schaffen es sogar aus prekären Situationen noch den vierten zu holen. Und Matze ist dermaßen der Skillspieler, dass er immer problemlos auf dem ersten bleibt. Wir kämpfen wie die Wilden um den ersten Platz und kriegen am Ende auch noch mit den absolut epischsten Angriffen. Ich meine, in den Punkten sind wir besser als die beiden.
Wir können ja erstmal. Oder mach mal am besten kurz vor dem Ziel ein Save. Einfach der Sicherheit halber, wenn du jetzt durchs Ziel fährst, wollen wir dann gucken, welche Punkte wir kriegen. So. Weil vielleicht reicht Gold, wenn Peach nicht so gut ist, sondern Donkey Kong. Dann könnte es eventuell gerade so um ein Augenflutzeln gereicht haben. Das reicht auch, Donkey kriegt nur einen einzigen Punkt und ich war vor ihm. Es reicht tatsächlich. Oh, geile Scheiße. Wir haben es wieder mal geschafft. Diesmal habe ich es geschafft. Nachdem ich ja wegen diesem Glitch, der jetzt schon das dritte Mal aufgetaucht ist, aus dem Rennen geflogen bin und nicht mehr weiterkämpfen konnte, hatte ich natürlich auch keine Erfahrungspunkte, kann kein Level steigen und Anti-Enrage lernen. Tut mir leid, ihr werdet damit auch in der nächsten Episode noch leben müssen. Mhm. So, ich werde jetzt erstmal was essen gehen. Danach können wir meinetwegen wieder weitermachen. Ja, dann können wir noch den speziellen Part. Das ist jetzt auch ein überzogener Part, den muss ich leider in zwei Teile teilen. Tut mir leid. Machen wir einfach einen guten Part, oder so, also, wird schon gehen. Ja, das war ja Keanu und Rio Hayato. Mit Let's Play Mario Kart Another Track. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.